Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 87. Das ist die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs aus der Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und der Freien Demokraten. 21. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucksache 9164 aus 20. Und zur Einbringung erteile ich Herrn Bellino das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde eben schon darauf hingewiesen, dass es um das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten und Abgeordneten des Hessischen Landtags geht. Und konkret geht es um die sogenannte Amtsausstattung. Hier geht es nicht darum, um das gleich vorweg zu sagen, dass diese Amtsausstattung erhöht werden soll. Es bleibt bei der, ich sag mal, tariflichen Einordnung, das finanzielle Äquivalent der Entgeltgruppe 11, Stufe 6. Daran ändert sich ausdrücklich nichts. Aber was sich ändert, ist, dass man hier in diesem Abgeordnetengesetz, und deshalb soll es auch angepasst werden, auf die neuen, auf die zusätzlichen Herausforderungen eingehen möchte. Es geht um die Frage, dass man neben den normalen Anstellungsverhältnissen eben auch Dienstleistungsverträge abschließen kann. Beispielsweise, wenn es darum geht, die sozialen Medien zu betreuen, wenn man für eine gewisse Zeit eine Beratung benötigt oder das Fotografieren oder Ähnliches mehr. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, hier etwas aufzustocken. Das Gesetz sieht vor, dass hier eine Deckelung stattfindet für diese sogenannten Dienstleistungsverträge. Bis 1.000 Euro monatlich soll dies möglich sein. Ich wurde beauftragt und gebeten, diesen Gesetzentwurf für die oben aufgeführten Fraktionen einzubringen. Das habe ich hiermit getan. Und ich freue mich auf die weitere Beratung im Ältestenausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bellino. Es ist für heute keine Aussprache vorgesehen. Und Herr Bellino hat schon gesagt, wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Ältestenrat.